Leute, ich schmeiß heute mal wieder die Kamera an. Ich habe da was richtig Wildes vor heute. Erstmal will ich die Kamera im Chat setzen. Kamera Domi, da ist er. Okay. Ein Herz auch. Heute eine Tomate. Und das ganze Ding anheften. Okay, also, wir haben eine Op, der Krimi hat eine Op gestartet, Engpass wäre noch zu groß für uns, ich verwechsel die beiden immer, und ich habe mal durchgeschaut, ich habe geladen diese Roboterwerfer, also Kritter, Shooter oder wie man so auch nennen darf, und will gerne mal hier bei High Five rein und rechts. Das sind Türme, Kanonen. Also ich denke mal, dass da diese Roboter richtig Schaden machen können und dann von oben runter die Kanonen bearbeiten. In der Zeit könnte ich mit KBE die großen Teile am Kern bearbeiten. Ich will es einfach probieren. Bitte macht mir den Quatsch nicht nach, weil es ist eigentlich für eine so eine größere Op schon nötig, dass man dann Hooker fährt oder OZ oder Max Panzer oder ähnliches. Aber ich will das einfach probieren. Diese Teile sind jetzt halt da und ich will es versuchen. Ich habe mir ein VB gegeben, damit hier auch wirklich ein bisschen was passiert, weil ohne den wird wahrscheinlich nicht allzu viel kaputt gehen. Und von daher probieren wir es. Zuerst gehe ich mit dem Helden Private auf die Teile, die dort in der Mitte stehen. Ich muss mich natürlich beeilen. Schade.
Ja, wie ich mir vorgestellt habe. Also, die Waffe ist einfach zu. Die Damage reicht nicht aus für so eine große Runde. Ich habe es probiert. Ich wollte es einfach mal sehen, wie der Spaß aussieht. Ist No-Go. Machen wir nie wieder, aber ich wollte mal. Der Krimi, glaube ich, ist jetzt hier drin. Mal gucken. Jo, Kommandant, ganz stark. Hier greift Jäger an, okay. Ja, ging recht gut beim Jäger. Ganz super, ganz super. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Aber wie gesagt,
Richtig Damage machen die Teile nicht. Er hat ja Effet dabei gehabt mit Kritter. Und von daher waren es noch mehr Mini-Roboter, die Schaden machen konnten, wo mein Held sich bei Zeiten hingesetzt hat und Sterne gesehen hat. Schade für ihn. Hätte ihn gern noch mit zurückgezogen, aber dann war mir die KBE wahrscheinlich zu wenig. Und der Hagel von diesen Schützentürmen, die auf ihn eindroschen, war einfach zu groß. Gut. Kommandant. Also Kommandant möchte ich mir gerne mal anschauen. War ein starker Angriff. Schauen wir rein. Super, richtig großes Kino. Ganz stark, Kommandant, ganz stark. Wirklich super. Okay, weitere Angriffe haben wir jetzt gerade nicht drauf. Und weiß auch nicht, was wir jetzt hier noch machen wollen. Voll, 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 voll. Boost. Kann ich nicht stehen lassen. Irgendwas noch kaputt machen. Irgend so ein. Keine Ahnung. Es kommt immer darauf an, wie die sich hinstellen. Guck mal hier. Ich nehme aber jetzt auch Effe mit. Effe, alles Max bei ihr. Was ich brauche, heißt das. Ja? Okay, sie darf mitfahren. Gar nicht. Wo wollt ihr hin? Da unten? Der? Ein kleiner. 57, der. Der. Okay. Und Vollgas. Thank you.
Sündebesen macht Spaß. Wir haben einen Angriff. Das war Kani. Wir schauen aber in den nächsten Reihen von Luca. Tech Time. Luca geht mit Panzern Kommandant hinterher. Ich möchte aber zu gern Kani mir nochmal anschauen. Er hat hier Schleppnetz zerstört. Wie gesagt, Kani ist der Kleine von Uschi. Ja, genau, und dann zerstört. Also eine Präzision mit dem OZ-Angriff, also hat er einfach drauf. Also Uschi oder Kani macht das ja immer, ne? Also, er greift selten anders an, aber top, gar keine Frage. Mal schauen, wie es Luca geht. So schade. Luca. Ja, wirklich. Also wenn das so ein bisschen noch stehen bleibt, da, das ist nur schade. Nur schade ist das.
Okay. Ja, das war der Luca. Ja, leider. Wirklich. Wirklich leider. Ich wollte sagen, dass man das Mario am liebsten will, das macht Schaden bei mir. Diese Händlerin, ach, die ignoriere ich eigentlich. Musste heute ein paar von diesen Tokens oder diese Teile heißen da, diese roten Händlertickets ausgeben, weil ich brauchte das Gold für diese Mini-Roboter-Kanonen. Ja. Sonst hängt ja immer noch nichts dran. Luca, das mal merkst. Er lacht, okay. Wer lacht, ist fröhlich und Spaß soll man haben. Das ist ja das Wichtigste. Ja, Spaß. Okay. Was gibt's sonst noch? Warship ist im Anmarsch im April, habe ich gelesen. Soll es kommen. Ich bin richtig gespannt, was daraus wird. Und dass wir endlich unseren Heaven wieder begrüßen dürfen und er wieder ein paar Runden mit uns spielt. Wir freuen uns riesig darauf, wenn er nur wieder käme. Jo, soweit habe ich jetzt hier eigentlich nichts mehr vor. Wir sind noch im Vollboost, sollen wir einfach irgend so ein Dösel noch platt machen. Also ich schaue nicht auf Loot oder was der hat. Das ist für einen Max. Was hat der da stehen? Feuertonne, das kann man alles schocken. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Den nehmen wir jetzt weg. Diesen Typen nehmen wir raus. Kann ich sagen, wie er heißt, weil das kann man nicht mal lesen, weil ich glaube, dass es nicht mal eine Schrift ist. Das sind nur Zeichen, die irgendwas bedeuten. Aber auch solche Völker gibt es, bei denen Zeichen gesetzt werden. Ja, Zeichen gesetzt werden. Hauen wir drauf. Los geht's. Time.
Jo, für Vollboost eine Base machen. Das funktioniert mit den Teilen. Weil, ach, da ist auch schon wieder kaputt. Ich bin mir nicht sicher, was Hope jetzt da vorhat mit diesen zwei Werfern. Wahrscheinlich ist ihm der KWI ausgegangen. Er konnte nicht mehr landen. Das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wird eng, wenn der Laser diese Teile erwischt. Wow. Ich kann da nicht weiter zuschauen. Ich kann nicht weiter zuschauen. Hope, das ist eine Nullnummer. Eine Nullnummer. Ich glaube nicht mal, dass du diesen Kerner schaffst mit den Teilen. Aber naja, gut. Wenn du dabei Spaß hast, sollst du ihn haben. Gut. Das ist jetzt wirklich der Hope Nord drin. Und kann natürlich auch eine andere angreifen. Macht gerade keiner. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt schon läuft. Ich glaube, wir machen auch für heute mal noch kurz ins EK reingeschaut. Weil es ist ja jedes Video. Wobei meine Videos sind keine Videos. Das muss ich wirklich nochmal deutlich sagen. Ja, also Videos machen andere. Richtig gute Videos. Ja, also meine sind nur Aufnahmen von dem EK. Ich will die mal so nennen. Wenn das Wort Video hin und wieder fällt, dann ist das eigentlich so nicht richtig. Ja, Uschi ist da. Was mich etwas irritiert, und zwar, jetzt ist er wieder weg. Der Pad ist weg. Wo ist er hin? Habe ich was verpasst? Pad? Aha, wo ist er hin? Den habe ich gekriegt. Okay. Ich selber. Ja, Pat. Er ist ein richtig großer Spieler, aber sein Aktiv war gen Null. Und das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Ja, also dann kann ich ihn auch nicht im EK lassen. Dann muss er halt gehen. Auch logisch. Das ist logisch. Und das ist Hope. Ah,
Genau das habe ich befürchtet, dass er damit diesen Kern nicht plättet. Ja. Also ein bisschen Hoka hätte schon gereicht. Wollen wir schauen, wie viel HP das Ding jetzt noch hat. Also das ist ja, naja, gut. Ich sage nichts dazu. Oh, Leute. Raus hier, weg, weg. Schnell weggucken, ja. Oh, das hast du gut hingekriegt. Okay, also ich werde jetzt einen Schluss machen und mal irgendwann später gibt es eine neue Aufnahme. Ciao.